Oh fuck, 12. Oh. Hm? Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist die Küche so sauber? Und warum kommen aus Martys Zimmer keine furiosen Wichsgeräusche? Oh, hey Steve! Oh mein Gott, er lächelt! Warum lächelst du? Ich bin einfach fröhlich um 7 aufgewacht und dann war ich fleißig. Warte, du bist früh aufgestanden und warst produktiv? Ja, ich habe die ganze Wohnung geputzt. Also nicht ganz. Marty hat den Abwasch gemacht. Marty hat abgewaschen? Ja. Warte mal. Marty hat abgewaschen, ohne aufgefordert zu werden. Irgendwas stimmt hier nicht. Heute ist alles so merkwürdig, als wäre irgendwie sowas wie... Gegenteiltag! Das würde die ganzen merkwürdigen Sachen von vorhin erklären. Meine Pizza kam knusprig gebacken aus dem Kühlschrank. Der Ausguss machte total komische Faxen. Und du willst gar nicht erst wissen, was passiert ist, als die Polizei zu den Nachbarn kam. Außerdem ist es 13 Uhr und draußen ist es stockfinster. Und du willst mir sagen, nach all dem warst du nicht ein bisschen misstrauisch? Nö. Ich hasse dich. Warte mal. Heißt das, du magst mich? Nein, ich meinte das schon so, wie ich es gesagt habe. Also magst du mich sonst, aber hasst mich heute, weil Gegenteiltag ist? Nein, ich hasse dich immer. Müsste man nicht das Gegenteil denken von dem, was man normalerweise denkt, aber das Gegenteil sagen von dem, was man denkt, also im Endeffekt das sagen, was man normalerweise denken würde? What? Guck mal, wenn Gegenteiltag ist, müssten wir doch eigentlich von der Anziehungskraft weggedrückt werden. Aber gleichzeitig steht die Erde auch auf dem Kopf. Minus und Minus ergibt Plus. Eine Regel, die immer funktioniert. Außer man hat ein Messer an der Brust. Oh, das ist mir alles immer noch viel zu verrückt. Ich brauche irgendeinen handfesten Beweis, dass heute wirklich Gegenteiltag ist. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Das ist so originell. Dass man sowas mal von Dougie sieht, heute ist wirklich Gegenteiltag. Das muss man doch irgendwie ausnutzen können. Eigentlich müssten alle hotten Mädels auf einmal auf uns stehen. Müssten die jetzt nicht alle einen Penis haben? Hä, wieso? Bei mir ist alles normal. Bei mir auch. Warte mal, wenn jetzt alles gegenteilisiert wird, dann müsste doch irgendwo eine hotte Frau sein, die bereit wäre, mit uns zu schlafen. Das macht irgendwie Sinn. Worauf warten wir da noch? Ich geh noch mal pissen. Moment mal, wenn heute Gegenteiltag ist, wie ist es denn auf... Ja, das war ja wohl eher nichts. Wer hätte damit gerechnet, dass eine Horde Lamas die Innenstadt auseinandernimmt? Ich meine, wovon ist das bitte das Gegenteil? Keine Ahnung. Ich meine, es ist Gegenteiltag. Es könnte alles bedeuten. Normalerweise habe ich keine Rolle in Star Wars. Dann müsste ich doch jetzt eine haben, oder? Normalerweise habe ich keine sexuelle Anziehung zu Boden. Dann müsste ich doch jetzt die Scheiße daraus ficken wollen. Jetzt, wo du es sagst, hallo. Es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn. Es könnte quasi alles passieren. Und wenn man genau drüber nachdenkt, müsste das Gegenteil von Leben nicht tot sein? Hm? Rick? Oh. Quack. Oh, alles nur ein Traum. Boah, als Zuschauer wäre ich jetzt voll angepisst, wenn das Ende von dem Video wäre. Was für verrückte Sachen würdet ihr am Gegenteiltag anstellen? Dort drüben findet ihr das Video Perspektive und wie sie alles verändert. Und darunter unser letztes Video, wie Musik alles verändert. Oh. Und darunter unsere Krank. Kanäle, aber die heißen nicht, wie alles verändert. Die heißen anders. Irgendwas mit Gaming und Scheißio Radio. Doodly-Doo.